Jo, hallo Leute, hier ist euer Minecraft-Stuff, heute mit einem kleinen Anfänger-Guide für Skyrim-Einsteiger, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr am besten an dätrische Waffen und Rüstungen herankommt. Ich weiß zwar, dass die meisten von euch, meinen Abonnenten und Skyrim-Profis, schon wissen, wie das geht, allerdings ist es immer noch die am häufigsten gestellte Frage unter all meinen Videos, die ich nun für alle mal beantworten möchte. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video und hoffe, dass für den einen oder anderen doch noch etwas Neues dabei sein wird. Ein dätrisches Waffen- und Rüstungsset zählt so ziemlich zu den höchsten Zielen eines jeden Skyrim-Spielers, da sie wirklich die stärksten im gesamten Spiel sind, außer natürlich, ihr habt das DLC Dawnguard installiert, dann gibt es noch einige minimal stärkere Waffen. Dennoch kann man natürlich sagen, dass die dätrischen Waffen wirklich zu den stärksten gehören und natürlich auch super cool aussehen und wirklich sehr, sehr erstrebenswert sind. Und es gibt genau drei Wege, um an diese ranzukommen, von denen sind zwei sehr bekannt, der dritte vielleicht nicht ganz so. Und der erste ist einfach den gesamten Charakter nach oben zu leveln, dann findet man diese zufällig im Spiel, dazu werde ich als erstes eingehen. Dann werde ich aber auch noch erzählen, wie man dätrische Waffen und Rüstungen mit Schmiedekunst sich selber herstellen kann und als drittes kann man sie sich auch noch mit Zauberei herstellen. Wie das alles geht, werde ich jetzt gleich in den folgenden Schritten erklären. Kommen wir als erstes zum einfachsten, aber leider auch uneffektivsten Weg, nämlich einfach das allgemeine Hochleveln des gesamten Charakters, denn sobald ihr Stufe 46 erreicht habt, ist es euch möglich, an den verschiedensten Stellen im gesamten Spiel dätrische Waffen und Rüstungen zu finden, beispielsweise in irgendwelchen Kisten oder aber könnt ihr es auch in verschiedensten toten Körpern finden, die ihr umgebracht habt, meist bei starken Gegnern. Dennoch muss man sagen, dass sie sehr, sehr selten bleiben, also man findet fast nie welche und wenn man welche findet, dann ist es natürlich auch selten die Wunschwaffe, die man sich erhofft hat und letzten Endes kann man sie sich dann auch nicht mehr verbessern, da höchstwahrscheinlich euer Schmiedekunstlevel nicht auf dem Stand ist, den ihr benötigt, um dätrische Waffen einigermaßen verstärken zu können. Wenn ihr außerdem noch auf eine verzauberte dätrische Waffe hofft, müsst ihr noch ein weiteres Level warten, denn die gibt es erst ab der Stufe 47. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, schmiedet euch eure dätrischen Sachen einfach selbst, das ist zwar jede Menge Arbeit, lohnt sich aber auf jeden Fall. Ihr benötigt dafür Schmiedekunst Level 90 und wie das Ganze am schnellsten geht, habe ich bereits einmal in einem Video gezeigt. Und das habe ich euch gleich nochmal unten in die Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr diese Methode befolgt, solltet ihr rund innerhalb einer Stunde das Level 90 erreichen und dann müsst ihr noch im Talentbaum der Schmiedekunst das dätrische Schmieden freischalten. Dafür benötigt ihr mehrere Perks, bis ihr dann oben an diesem Talentpunkt angelangt. Dabei ist es wichtig, dass ihr über die rechte Seite herangeht. Wenn ihr über die linke geht, kommt ihr nicht bis zur dätrischen Schmiedekunst, da in der Mitte eine unsichtbare Grenze ist und ihr dann nicht mehr weiter herumgehen könnt. Sprich einfach die Perks von der rechten Seite her verteilen und ihr spart jede Menge Talentpunkte. Wenn ihr also Level 90 erreicht und das Talent der dätrischen Schmiedekunst aktiviert habt, dann könnt ihr zu einer beliebigen Schmiede gehen und euch dann dort selbst eure eigenen Waffen und Rüstungen als dätrisches Produkt herstellen. Dafür benötigt ihr allerdings immer drei verschiedene Sachen und das erste ist natürlich ein Ebenerzbarren. Danach braucht ihr noch ein dätrisches Herz, wie ihr das bekommt, sage ich euch gleich noch, und dann noch ein Stückchen Leder. Die dätrischen Herzen sind wirklich am schwersten zu bekommen, sie zählen zu den seltensten Items im gesamten Spiel. Dennoch gibt es ein paar Stellen, wo sie immer zu finden sind und die einfachste ist wohl sicherlich gleich in Weißlauf in Jorvaskr bei den Gefährten und zwar ist das am oberen Marktplatz dieses Haus mit dem lustigen Dach und wenn ihr dort hineingeht und die Treppen hinunter zu den Schlafgemächern geht, dann werdet ihr dort hinten auf dem kleinen Tisch ein Dätraherz finden, das könnt ihr stehlen und rund nach einer Spielwoche wird es dann wiederkehren, sodass ihr euch das nächste Item herstellen könnt. Wenn ihr dann, wie schon kurz angesprochen, euer dätrisches Waffenarsenal verbessern wollt, müsst ihr einfach zu diesem Schleifstein gehen, den findet ihr auch in so ziemlich jeder Schmiede und dann braucht ihr wiederum einen Ebenerzbarren und wenn ihr den dann in die Waffe einarbeitet, wird sie nochmal einiges an Schaden gut machen und auf diese Weise ist es wirklich möglich, eine Waffe hin bis zu 1000 Schadenspunkten zu verbessern. Wie das genau geht, habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt, das werde ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. So, kommen wir noch zur dritten Variante, wie man sich dätrisches Equipment besorgen kann. Und zwar ist das besonders für Magier gut geeignet, wobei ich etwas fragwürdig finde, was ein Magier mit einer dätrischen Rüstung will, weil eigentlich gibt es für die Magier wohl viel besser geeignete Magierroben. Aber egal, das heißt, wenn ihr wirklich gut ausgebaute Magier-Skills habt und weniger auf der Schmiedekunst oder weniger Level auf eurem Charakter habt, dann gibt es noch die Möglichkeit, falls ihr das Level 90 in der Verschwörung erreicht habt, über die Atronagenschmiede euch dätrisches Equipment herzustellen.
Wo die Atronachenschmiede ist, müsst ihr dann eigentlich auch schon wissen. Die findet ihr hier unter der Akademie von Winterfeste, wo ihr auch die meisten eurer Magier-Skills erlernt habt. Und um diese Atronachenschmiede in Gang bringen zu können, benötigt ihr einen sogenannten Siegelstein, den man wie gesagt erst ab einem Beschwörungslevel von 90 erhält. So, wenn ihr dann hier unten angekommen seid, müsst ihr natürlich als erstes euren Siegelstein in die Box hier vorne hineinstecken, um das Ganze in Gang zu bringen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, folgende Objekte einzuwerfen, um am Ende eine dätrische Waffe herauszuholen. Da haben wir als erstes natürlich ein Dätra-Herz, das brauchen wir immer, wenn wir irgendetwas Dätrisches herstellen wollen. Dann als nächstes irgendeine Waffe aus Ebenerz. Und ihr müsst nur wissen, die Art von Waffe, die ihr hineinsteckt, werdet ihr am Ende auch in dätrischer Form wieder rausholen. Sprich, wenn ihr dort zum Beispiel ein Ebenerzschwert hineinsteckt, werdet ihr am Ende ein dätrisches Schwert erhalten. Dann braucht ihr als nächstes noch einen Centurio-Dynamo-Stein. Den findet man meistens in den südwestlichen Gebieten von Skyrims in irgendwelchen tiefen Höhlen, meist in Zwergenhöhlen. Und dann natürlich noch als letztes einen schwarzen Seelenstein. Ob der leer oder gefüllt ist, ist vollkommen egal. Wenn ihr davon keinen habt, kann ich euch nur empfehlen, zu Falion nach Mortal zu gehen. Der hat eigentlich immer einen im Angebot. Das ist der Magier, der dort gleich am Fluss sein Häuschen hat. Durch das Verschmelzen all dieser Gegenstände habt ihr so auch die Möglichkeit, mit etwas Magie an die gewünschten dätrischen Objekte heranzukommen. Das ist eine etwas weniger bekannte Methode, weil sie auch gar nicht so oft verwendet wird, aber ich wollte euch den Weg auf keinen Fall vorenthalten. Das waren jetzt, wie gesagt, alle Möglichkeiten, um an dätrische Waffen und Rüstungen als Anfänger heranzukommen. Für die Profis unter euch wird nicht allzu viel Neues dabei gewesen sein. Dennoch hoffe ich natürlich, dass ich allen anderen von euch, die immer wieder danach gefragt haben, diese Fragen hinreichend beantworten konnte. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich wie immer riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin.